Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde in Big Farm Story. Ja, wir haben ja in der letzten Folge so einiges in Gang gesetzt und nicht fertig machen können. Und ja, ich habe fleißig gesammelt, sodass wir hoffentlich gleich den Ofen ausbauen können. Aber zuallererst gebe ich hier der Katze mal ihren täglichen Wälz, in der Hoffnung, dass sie uns dann endlich gucken lässt, was sie darunter hat, ne? Also was das unter ihr ist, das ist ja der Sinn der ganzen Sache. Und ja, legen wir mal los. Okay, wie? Wie jetzt? Warum soll ich denn jetzt nochmal Wälz sammeln? Muss ich meine Freundschaft bei ihr erstmal irgendwie erhöhen? Oder was ist hier der Sinn der ganzen Sache? Ist Shady hier drin? Also das ist ja jetzt irgendwie mysteriös. Oder will sie tatsächlich drei auf einmal? Aber das konnte ich ihr ja nicht geben. Ich hatte ja drei. Okay. Aber sie ist schon jedenfalls nicht mehr ganz so böse, ne? Also hier steht nicht mehr der Text. Also muss man nochmal Wälz angeln. Ah, nein. Okay. Muss ich wohl irgendwie durch, ne? Gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das jetzt nicht abschließen kann. Aber gut, ist ja nicht weiter tragisch. Dann gucken wir doch gleich mal auf dem Rückweg, ob wir hier noch den einen oder anderen Fisch erwischen. Aber offensichtlich ist hier nichts mehr. Was ist eigentlich mit diesem Baum? Einfach nur so, okay. Gut, wir laufen mal zurück zu mir nach Hause. Denn wenn ich das richtig mitgerechnet habe, sollte ich jetzt tatsächlich alle Materialien haben, um meinen Ofen fertigzustellen. Was wir ja auch zwingend brauchen, um mit dieser Questreihe zumindest bei unserer französischen Freundin weiterzumachen. Ja, Dünger hatte ich ja hergestellt, aber ich brauche noch ein bisschen mehr Dünger. Das heißt, der läuft hier noch aktuell. Und dann muss ich auch, wenn wir in der Stadt waren, hier noch meine Beete mal machen. Oder zumindest spätestens morgen. Dass wir dann halt auch neu nachlegen können, gerade mit den Happen, ne? Dass wir, dass ich mehr Futter noch machen kann. So, auf ins Städtchen. Leute, also beim Erzählen laufen ist offensichtlich schwierig, ne? Also wollte eigentlich zu meiner Farm. Oh, weia. Naja, danach muss ich ja sicherlich zu ihr, ne? Aber ausbauen muss ich den Ofen schon hier. Hier ist wieder was los. So, legen wir mal los. Den Herd, ja, die 18 Kieselsteine und 20 Zweige habe ich gesammelt. Danach bin ich allerdings auch mehr als pleite. Hui, ja. Da haben wir denn eine Errungenschaft freigeschaltet. Der Meisterkoch. So, Claire braucht eine Karottensuppe. Nee, 10 gleich. Na, Halleluja. Karottensuppe, da brauchen wir Wasser und 10 Karotten für. Okay. Das bringt uns also in die Verlegenheit, tatsächlich gleich nochmal die Felder zu machen. Und gleich Karotten noch nachzukaufen. Okay, naja, gut. Aber dafür können wir jetzt ja wirklich die ein oder andere Sache herstellen. Kaufen erstmal vielleicht 10 nochmal. Ja, dass wir hier mit einem Saatgut hinterherkommen. Vielleicht kriegen wir ja noch ein bisschen was raus bei unserem Möhrchen. So, und hier. So, auf wie geht's? Möhren. Nee, nicht nochmal Kartoffeln. Wir sehen ein paar Möhren aus. Da brauche ich bestimmt Wasser, ne? Ja, okay. Brauche ich aber nicht machen, weil es regnet. Das ist natürlich eine schöne Sache. Haben wir das ein bisschen gespart. Hier noch. Komm, dann hauen wir das hier gleich richtig raus. So, die Kartoffeln sind fertig. Das ist gut. Die brauchen wir bestimmt auch für irgendwas Sinnvolles. Oh, mein Ei muss ich noch sammeln. Erstmal noch ein paar Möhrchen. Und dann können wir gleich mal die Möhrensuppe in Gang werfen. Aber da muss ich gucken, wie viele Tage ich denn dafür brauche, ne? Das dauert ja dann doch so seine Zeit. Hier sammeln wir ein Ei.
Ja. Hervorragend. Und dann gehen wir wieder rein an den Herd. Bei dem Wetter draußen rumlaufen ist sowieso nicht so toll, ne? Wir können uns auch mal mit diesen Sachen hier beschäftigen. So, dann gucken wir mal. Wir können auch Butter herstellen aus der Milch. Butter haben wir, Karottensuppe können wir machen, Löwenzahnsalat, Pfeffer. Wo kriege ich den her? Muss ich kaufen, wa? Mayonnaise können wir auch schon herstellen. Kartoffelpüree und Rührei. Oh, hier gibt es ja nette Sachen. Okay, Karottensuppe. Ja, da würde ich sagen, 0 Tage. Ja, das ist doch nicht schlecht. Dann stellen wir das doch mal her. Achso, ich kann gar nicht so viel machen. Weil mir das Wasser fehlt, ne? So, wie viel habe ich denn da jetzt rausgekriegt? Jetzt muss ich doch gleich noch mal gucken. Gesammelte Gegenstände, Wertsachen, Farmbedarf, Farmprodukte. Aber ich würde eher sagen, oder nee, hier, Karottensuppe. 5 von 20 habe ich. Okay. Das heißt, mir fehlt jetzt hier effektiv noch mal Wasser, ne? Nee, kann ich machen. Das ist eine und dann hört es auch schon auf. Karottensuppe, genau. Da braucht man Möhrchen. So, dann habe ich jetzt hoffentlich eine Karottensuppe rausbekommen, ne? Ach Gott, jetzt habe ich schon wieder... Warte. Karottensaat, Wildblumensaat... Gegenstände. Hier sind wieder alle drin, ne? Aber wir können ja auch hier drin gucken, wie viel wir haben. Das ist, glaube ich, einfacher. Hatten wir das nicht hier irgendwo gerade gesehen, wie viel wir haben? Herstellen? Ne, da sagt er uns erstmal dieses. Aber hier haben wir 10. Steht hier im Inventar. Komm, dann scrollen wir einfach mal runter bis zum K. Hergestellt, Großtierfutter, Corgi habe ich. Ach so, ich könnte ja meinen Ferkel auch wieder holen, ne? Das könnte ich auch machen. Wie kann ich in den aufleveln? Mit jedem neuen Level steigt die Chance, mehr Schätze zu finden. Manchmal schaltest du sogar einen neuen Schatztyp frei. Ja, dann machen wir das doch mal. Bestätigen. Das ist doch eine nette Sache. Farmprodukte. Das gehört hier nicht hin, ne? Ach, hier beim Kochen. Ich bin doch blöd. Genau, also 4 müssen wir noch machen. Na gut, da muss ich mich immer erst reinfummeln. So, das heißt, unsere Möhrchen müssen hier noch eine Runde wachsen, ne? Die brauchen ja denn einen Tag. Das heißt, wir sammeln hier gleich mal nebenbei noch ein bisschen Milch. Das müssen wir nämlich auch noch machen. Jawohl. Da kriegst du natürlich auch wieder was zu futtern, ist ja völlig klar. Und dann müssen wir aber auf jeden Fall unbedingt neues Futter in Gang werfen. Und vor allen Dingen, naja, wird noch hergestellt, ja, ich weiß. Vor allem müssen wir jetzt erstmal unseren Dünger fertig kriegen, dass wir wenigstens einen Baum platzieren können. So, einmal hier hin. Und dann können wir eine Runde schlafen. Auf so einem Kissen könnte ich gar nicht schlafen. Aber okay. Es ist ja Gott sei Dank nur ein Spiel. So, die Energie steht wieder. Wunderbar. Also auf volle Leistung, ne? Das würde ich sagen, gucken wir erstmal hier hin, holen uns den Dünger. Vielen Dank. Das sind 8 gewesen. Und dann können wir... Oh Gott, dass der ganze Dünger verbraucht für. Das ist natürlich heftig. Für den Apfelbaum brauchten wir, glaube ich, nur ein bisschen weniger, ne? 16 von 10. Freischalten. Tada! Wächst noch? Okay. Muss ich also nicht düngen oder gießen oder sonst irgendwas? Nur, das ist doch eine feine Sache. So, pass auf. Du kriegst jetzt hier erstmal noch ein Ei. Du gibst mir erstmal noch ein Ei. Oh, weia. Dann gucken wir mal. Ich wollte noch mal gucken beim Dünger mit Gras. 17 von 20. Hm.
Aber wir können auch einfach noch mal Eier verplempern. Komm, das machen wir mal. Und dann sammeln wir erstmal hier noch die Möhrchen ein, dass wir denn die Karottensuppe kochen können. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Na komm. Bin gespannt, ob man das. Ja, komm, dann machen wir hier gleich nochmal Möhrchen hin. Ob man das vielleicht irgendwann noch vereinfachen kann, so Art, ja, wie soll ich sagen, dass das, naja, so großflächiger wird. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine, also die Arbeit, dass man da gleich mehrere Feldflächen auf einmal machen kann. Schauen wir mal. So, vier so eine Suppen hatten, müssen wir noch machen, nicht hatten wir, müssen wir noch machen. Eins, zwei, drei, vier herstellen. Sehr gut. Das heißt, Claire braucht Karottensuppe, die haben wir denn ja jetzt. Ja, 10 von 20 haben wir, 10 will sie haben. Das heißt, jetzt laufen wir ab zu Claire und gucken mal, was wir denn noch freigeschaltet bekommen, ob wir vielleicht denn noch backen oder irgendwie sowas kriegen. Na? Ja gut, das mache ich denn, wenn ich wieder zurückkomme. Jetzt machen wir erstmal ein Thema wenigstens, hoffentlich fertig. Und Fische angeln muss ich auch noch. Ach, diese Katze macht mich wahnsinnig. Vor allem, ich bin jetzt jeden Tag einmal zu dieser Katze gelaufen, ne? So, Claire. Liebe Claire, ich habe dir da was mitgebracht. Ne, warte mal. Müssen wir das vielleicht so lieber machen? Ein schöner Tag, nicht wahr? Salut, hast du die Speisen dabei? Ja, habe ich. Fantastik, du bist ein süßer Muffin. Okay. So, dann haben wir das jetzt freigeschaltet, dass wir im Petit Four handeln können. Haben dazu noch einen Gourmet-Token bzw. 10 bekommen und 500 EP. Ist doch nicht schlecht. Lass mal sehen. Nicht schlecht, oui. Der Geschmack ist fast perfekt. Aber irgendwas fehlt. Ein bisschen, ich weiß, Salz. Und können wir nicht einfach etwas Salz hinzufügen? Natürlich, aber wie sagt man, es benötigt reines Salz. Salz mit bester Energie. Hamali-Salz. Hamalia-Salz. Ist das ein geschützter Begriff? Nein, wir nehmen das ganz normale. Im rostigen Haken gibt es Meersalz. Kannst du bitte dorthin gehen und darum bitten, ja? Und beeil dich, du willst doch das wunderschöne Reinigungsritual nicht verpassen. Na schön, aber das Kochmagazin. Ich verspreche dir, wir finden es nach dem Ritual. Oh, Level Up, sehr schön. Aha. Tja, ne? Ja, nee, komm, wir machen mal nochmal einen Anbautoken. Irgendwann haben wir ja sowieso alles, da müssen wir uns halt ein bisschen mehr gedulden. So, jetzt möchte ich aber erstmal hier gucken. Jetzt bleib mal ganz entspannt, junge Dame, ja? So, wie man sich nicht am Backofen verbrennt und andere wichtige Dinge, die man über das Backen wissen muss. Grundlagen des Backens. Okay. Chips. Das ist am Herd. Das brauchen wir. Alles am Herd? Ist das auch am Herd? Oh Gott, ich koche Salat am Herd. Aha, Pfeffer. Kann verwendet werden. Oh, muss ich das wirklich einzeln kaufen? Na, das ist ja ein Ding. Ah, Schokolade. Kann verwendet. Oh Gott. Da brauchst du ja ganz viele so eine Token, ne? Was bist du? Küchenregal, das Möbelstück kann auf mittelgroße Bodenflächen gestellt werden. Oh, wie schön! Eine Uhr, noch ein Regal, ein Fass. Küchentheke. Oh, klasse, da können wir unsere Küche also damit ausbauen. Können wir mit dem Kühlschrank irgendwas machen? Nee, scheint wirklich nur ein Deko-Ding zu sein, ne? Okay. Das ist ja die Frage. Also da würde ich sagen, wäre es ja sinnvoll, die Grundlagen des Backens erstmal käuflich zu erwerben, ne?
9 Sonne habe ich noch, das heißt, damit komme ich nicht hier weiter, denn ich brauche, naja, doch hier hinten für die Zutaten könnte ich das noch verwenden. Kann verwendet werden, mediterrane Kräuter. Ach, du lieber Himmel. Ist ja nur die Frage, komme ich denn langfristig an diese Token? Muss ich immer wieder Aufgaben für sie erledigen? Oder wie oder was? Na komm, gib mir mal dein Dankeschön. Okay, das heißt, wir müssen jetzt einmal hier unten lang und dann gehen wir zum rostigen Haken und organisieren uns mal etwas Salz. Naja gut, dafür will er ja bestimmt wieder irgendwas Bestimmtes haben. Mal gucken, was wir jetzt sammeln müssen. Da kommst du aus dem Sammeln gar nicht raus. Ah, ahoi. Willst du über was denn reden, Skipper? Darüber, was Opa hier gekauft hat? Wo kann ich Fische fangen? Nein, nicht im Meer. Hier erst einmal, da steht... Hä, das haben wir doch schon gelesen. Was wollte ich denn? Was sollte ich denn für ihn machen? Beende das Gespräch. Ah, guck mal. Läden sind eine gute Gelegenheit, um neue, aufregende Dinge. Schreit im Spiel. Oh Gott. Also muss ich erst seine Aufgabe fertig kriegen, ne? Keine Frage der Identität. Ich mache das hohe Alter des Fischers für die Verwirrung verantwortlich. Ach ja, das war vier Barsch. Naja, das ist ja schön. Okay, dann müssen wir wohl mal ein bisschen angeln gehen, ne? Also ich brauche ja da schließlich auch noch ein paar andere Sachen. Aber das sollte ja kein Problem sein, den Fisch da zusammenzukriegen. Oh je, na das kann ja noch heiter werden. Aber ich finde es sehr gut, dass man auch kochen kann und das alles jetzt machen kann. Finde ich super. Hier hätte ich ja auch noch eine Quest zu machen. Jetzt wollen wir erstmal gucken, was ihr hier seid. Ich brauche schließlich für meinen Katzi noch ein paar Fische. Ein Zander. Okay. Ah. Gut, das war weder der eine noch der andere Fisch. So, einmal hier. Ein Bartel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Bartel. Okay, meine Farm. Ich glaube aber, na gut, einen Barsch habe ich auf meiner Farm tatsächlich. Warte mal. Sand. Okay. Oh, habe ich da Barsche geangelt? Das war schon mal. Oh, warte, 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 warte. Ich muss da nochmal hin. Danke. Oh, doch. Sehr gut. Da müssen wir jetzt noch so lange weitermachen, bis ich wenigstens diese Barsche habe, wa? Und die Welse natürlich. Ah, da ist schon mal einer. Jetzt warte ich aber tatsächlich, bis ich drei Welse habe. Das könnt ihr aber glauben. Wenn die Katze da denkt, ne? Das dauert denn offensichtlich ein paar Tage, diese Quest fertig zu kriegen. Oh Mann. Für zwei Quests gleich Fische hier. Aber gut. Oh, da haben wir schon den zweiten. Das ist gut. Achso, da war schon ein Barsch dabei. Siehst du, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was ich da bekommen habe. Ich finde den Baum total schön. Das wird klasse. Das wird richtig schön, wenn man die ganzen anderen Bäume auch noch freigeschaltet hat, beziehungsweise dann gepflanzt hat, dann ist natürlich eine richtig schöne Farm, ne? Mit einer schönen Plantage. Ach, das wird bestimmt optisch richtig schick. Also mir gefällt es auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal zu ihm zurück. Einmal hier durch. Ab an den Strand. Achso, warte, da muss ich ja drei draufklicken. Und dann gucken wir mal. Rede mit Pike. Also ich würde sagen, er heißt Pike, ne? Und nicht Pike. So, junger Mann, ich habe Ihnen ein paar frische Fische mitgebracht. Ja, ich habe die Fische, die du wolltest. Bitte sag mir jetzt, was mein Opa gekauft hat. Naja, wie bei allen sieben Weltmeeren kommst du nah drauf, dass ich Fische wollte. Hab dich um Würmer gebeten. Was? Okay, er wollte also erst Fische, dann die Würmer. Wir haben es verkehrt gemacht. Nein, jetzt müssen wir bestimmt wieder Würmer sammeln. Macht nichts. Angel ist nicht schlecht. Vielleicht wird noch ein Seebär aus dir.
Toll, also wegen Wolters Einkauf. Fischsalat. Mein Opa hat Fischsalat gekauft? Quatsch, wie kommst du denn darauf? Ich hätte gern Fischsalat. Hatte schon seit Wochen, Jahren keinen mehr. Du machst wohl Scherze. Nee, Segel macht hungrig. Dein Schiff sitzt auf dem Strand fest. Das macht's Anglerleben nur schwieriger. Nicht mal eine frische Brise. Na schön, aber das ist das Letzte, was ich dir bringe. Wie kann ich dir diesen Fischsalat besorgen? Naja, zuerst brauchst du Algen. Gut, dass du da schon da bist, denn die bekommt man in meinem Laden, du. Aber du wirst eine Angeltucken brauchen, um die Algen zu kaufen. Sieh mich nicht so an, wie ein wütender Seeteufel. Kannst Würmer und Fische gegen Angeltucken eintauschen? Der Laden hat jetzt geöffnet. Ahoi im rostigen Haken. Ja, das ist auch mal nett, wa? So anstrengend, so zu sprechen wie der alter Schwede. So, was haben wir denn hier? Strandhaus. Okay. Ein Leuchtturm, Hausleuchtfeuer. Kann ich denn meine eigene Hütte so verändern oder wie oder was? So, Fischsalat will er. Fischsuppe? Scharfe Fischsuppe? Katzenwels mit Gemüse? So, Algen muss ich hier kaufen, sagt er, ja. Und wir sollen Meersalz kaufen. So, jetzt habe ich aber, wie viele habe ich denn? Ja, guck mal, hier kannst du einen Wurm haben. Ich habe aber hier schon 31 so ne. Jetzt muss ich doch erstmal einen Blick riskieren. Verkaufe Wurm, 1 von 8, naja. Okay. Jetzt habe ich hier völlig durcheinander gebracht. So, die Wälze brauche ich. Der will einen Fischsalat haben und sie will Salz haben. Kaufe Meersalz. Ein Meersalz. Okay. Das kriegen wir hin. Einmal kaufen. Tada! Und Algen. Nee, er will aber erstmal, ich kaufe jetzt mal keine Alge, weil er will ja, dass ich Würmer verkaufe. Ne? Acht, warte, sieben brauche ich denn nur noch. Damit haben wir die Quest erledigt. Kann verwendet werden, um ja, das ist mir durchaus bewusst. Kaufe Meersalz und jetzt gibt Claire Meersalz. Jetzt soll ich eine Alge kaufen. Jetzt kaufen wir mal eine Alge. Eine. 12 Taler weg. Haben wir. Hurra! So, dann können wir erstmal seine Aufgabe abschließen. Ich sehe schon, das wird wieder eine extra lange Folge. Ahoi, willst du über was reden, Skipper? Ja, du hättest mir auch einfach die Algen geben können. Ja, vielleicht schon, aber die Tauschgeschäfte sind aufregender. Danke, Matrose. Und als Belohnung bekommst du dieses Familienrezept für Fischsalat. Oh, yay! Yeah. Wenn du nicht gut gucken kannst, dann sprich mit Claire im Städtchen. Ah, Mann. Es wird langsam anstrengend. Nee, ich will mal hier mein Hundibundi. Renn mal da hinterher. Das Hundchen hat offensichtlich was gefunden, was Schönes. Hinterher. Aha. Leckerli. Wunderbar. So, dann laufen wir noch schnell zu Claire. Geben ihr das schöne Salz. Nee. Das machen wir in der nächsten Folge, denn die Zeit ist nämlich schon längst rum, ihr Lieben. Also wir sind wieder, denke ich, doch einen ordentlichen Schritt weitergekommen, ne? Ihr Süßen, ich bedanke mich bei euch wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und fürs dabei gewesen sein. Ich wünsche euch einen traumhaft schönen Tag und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit am Start seid. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss.